Okay, so ein Gürtel hier habe ich noch nie angehabt. Muss ich mal gucken, wenn der gut ist, ist er auf jeden Fall platzsparend. Ist natürlich wichtig, ob er genug Support gibt. Ja, und darauf habe ich mich jetzt auf jeden Fall wirklich gefreut, denn das sind halt ganz spezielle Zughilfen. Und die letzten Zughilfen habe ich nämlich schon kaputt gerissen. Und freue ich mich auch auf jeden Fall drauf, die auszuprobieren und werde berichten auf jeden Fall. Dann viel Spaß dabei. Jetzt habe ich hier ein paar Sachen zugeschickt bekommen. Da habe ich heute Mittag erst entdeckt, das Paket. Also danke dafür, coole Sache. Und die werde ich mal austesten. So ein bisschen habe ich schon drüber geguckt und erstmal dachte ich mir, okay, wie funktioniert das? Ist halt hier ziemlich rutschfestes Gummi, recht dick. Und eine lustige Sache ist auch gerade, das passt mir eigentlich sehr gut. Wäre es am geilsten gewesen, hätte ich es im Urlaub mitgehabt, denn da haben sie mir mal einen Flüssigmagnesia weggenommen. Klar, das Edelstahl ist. Dann ja, ist es halt so rutschig, dass ich überhaupt nicht genug Kraft habe in den Fingern oder gerade so, mich festzuhalten mit einer Hand. Was aber dann wiederum, wenn das so schwer ist, sich festzuhalten, weil es rutschig ist, eben sehr viel Kraft wegnimmt bei den Klimmzügen. Habt ihr vielleicht schon gesehen, wobei das Urlaubsvideo kommt wahrscheinlich nach dem hier jetzt, weil ich habe über 6 Stunden gefilmt. So, was man hier machen kann, ist erstens mal einfach so um die Stange, dass man halt nicht rutscht, wenn es halt rutschig ist. Das funktioniert schon mal ganz gut, habe ich ausprobiert kurz. Und dann kannst du es eben auch wie Zughilfen benutzen, wenn sich die Stange rausdreht aus deiner Hand, dann eben so rum machen, ja? Dass du hier die Stange drin hast. Und das habe ich auch mal ganz kurz mal ausprobiert, funktioniert soweit denke ich auch mal. So, jetzt mache ich mich gerade warm und dann teste ich sie noch mal ein bisschen ausgiebiger aus und gebe ein kleines Review. Also auf jeden Fall eine coole Sache, dass ich die jetzt erstmal habe. Ist auch gut, wenn man kein Flüssigmagnesia dabei hat, dann funktioniert das. Jetzt aus Versehen mehr oder weniger gemacht habe, was sogar ziemlich cool war. Es braucht mich was gar nicht festhalten, bin halt hiermit so drauf. War dann halt schon so um die Stange. Dadurch, dass die halt so krass Gummigrip haben, hält das halt schon einfach so jetzt wie eben, wie es eben war. Also sogar Messelab auch noch ein bisschen leichter. Also, soweit klappt es gut und ich habe wirklich, dadurch, dass ich die jetzt so benutze wie Zughilfen, dass ich nochmal die um die Stange drum wickel, brauche ich halt so gut wie überhaupt keine Griffkraft, um mich festzuhalten. Was mit Magnesia eigentlich in Ordnung ist, aber hier habe ich echt das Gefühl, ich meine, wenn die so knapp sind wie bei mir jetzt, die Einarmigen mittlerweile, kriege ich einen, denke ich, gut hin, dass er auf jeden Fall zählt, aber es ist wirklich noch sau anstrengend. Das ist wirklich nur einer, der zweite geht schon nicht mehr so gut. Aber ich denke mal, da werde ich mich noch verbessern, bin ja immer weiter dran. Aber dadurch, dass ich so überhaupt nicht mich auf die Griffkraft konzentrieren muss, habe ich halt noch mehr Konzentration nur für den Anzug vom Klimmzug und das ist wirklich gut. Dafür sind die Dinger super. Ja, und soweit kann ich auf jeden Fall sagen, rentiert sich. Auf der anderen Seite, ich habe sie geschenkt bekommen und natürlich soll ich ein Review drüber machen, aber ich habe auch gesagt, okay, ich mache auch nur ein Review, wenn ich es gut finde und sage auch wirklich, was ich gut und nicht gut finde. So, das ist jetzt bis jetzt der erste Eindruck, das erste Mal verwendet und sind auf jeden Fall soweit für gut befunden. Die Frage der Haltbarkeit kann ich jetzt natürlich noch nicht klären. Das kann ich später irgendwann noch mal raushauen. Mal gucken, wenn ich sie jetzt länger benutzt habe. So, eben war ich ja noch kurz in der Halle. Die Nina war mal wieder am Start, die schon ewig nichts gemacht hat. Ging besser als gedacht.
War eine coole Session. So, jetzt ganz kurz Mittagsschlaf gemacht, vergessen zu futtern und jetzt mach's Beine. Habe ich schon einen Monat nicht mehr gemacht. Also mal gucken, ob das überhaupt noch was wird. Jetzt haben wir 1200 Kilo drauf. Dann machen wir gleich 4500 Kilo und dann geht's weiter. Klima QX. Ich weiß nicht genau, wie es ist. Climax. Climax. Meinst du? Climax, ja. Climax. Alles für den Klimawandel. Jo, kurze Session für heute, reicht erstmal Beine, bis sie reinkommen. Ansonsten, was ich auch Neues habe, ich habe ein Webinar gemacht, da geht es auch darum, also mehr Muskeln, mehr Kraft, weniger Körperfett, kennt ihr, wenn ihr Bock drauf habt, guckt mal rein, Links sind alle in der Beschreibung. Teilen, liken, kommentieren, ihr wisst, wie das geht. So, wir sehen uns beim nächsten Mal.